Willkommen meine lieben Freunde zurück zu Let's Play hier bei Star Wars The Force Unleashed 2. Ja, wir machen jetzt natürlich dort weiter, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Und natürlich ein Dankeschön an die Machtnutzer da draußen, die das ganze letzte Video fantastisch positiv bewertet haben. Vielen, vielen herzlichen Dank an euch. Ja, wie ihr seht, werden wir direkt schon von dem Imperium angegriffen. Denn wir wollen eigentlich Juno befreien, doch die wurde leider von Boba Fett festgenommen und somit auch zu Vader gebracht. Wir wollen natürlich auch wieder zurück Richtung Kamino. Und erstmal müssen wir hier erstmal die fiesen Gegner zermalmen. Sagen wir mal so. Ach, natürlich müssen so viele große Geschütze vorbeikommen. So, glatt den Kopf abgehakt. So, die Raketen können mir nichts anhaben. So, hier hast du es zurück. So, jetzt komme ich. So schnell kann es gehen. Okay, ah, du bist nur noch der Einzige. Ach, wirklich noch mehr? Das ist doch ein Horrorszenario. Oh Gott, hier sind ja Scharfschützen auch noch. So, wisst ihr was? Ich gehe erstmal nach oben, wegen den Scharfschützen. So, ich will hier weg, ich will hier weg. Ey! Du verdammter kleiner Mistkerl! So, ah, ein Holocron. Sehr cool. Wie, der Scharfschütze hat überlebt? Oder ist es überhaupt der gleiche Scharfschütze? Egal, der ist jetzt tot. So, ich glaube, das waren jetzt hier wirklich alle. Von den Hangartoren entfernen. Ja, ich bin schon gerade dabei, Kota. Den ersten hätten wir schon mal. Und den zweiten auch. Gute Arbeit. Der Hangar ist frei. Ich hebe die Abriegelung auf. Komm auf die Brücke. Okay, gut, jetzt haben wir ein bisschen die Ruhe. Ja, wie gesagt, wir wollten ja eigentlich Juno befreien, aber die wurde ja leider vom Boba Fett entführt. Und ihr seht, hier ist der Planet Kamino. Wir kehren eigentlich zurück dort, wo wir das Spiel begonnen haben. Ja, wir wissen ja eigentlich, dass Vader uns eigentlich nur zurück zu ihm hinlocken will. Wir sind ja schließlich nicht blöd, aber wir wollen unbedingt Juno befreien und wir haben ja auch keine andere Wahl. Hoffen wir, dass es alles zum Guten enden wird. Naja, aber bis zum Ende dauert das noch ein bisschen. Imperiale Truppen im Maschinenraum. Du musst sie ausschalten, bevor sie das Schiff lahmlegen. Sie können durch den Antriebskern zum Maschinenraum gelangen, Master. So, aber das sind ja auch wirklich komplett neue Charaktere. So wie Sith Krieger, würde ich mal sagen. So, komm, verzieht euch.
So, komm zu mir. Komm zu mir. Aber das ist auch schon richtig fies. Einfach so richtig pulverisiert. Ja, das ist schon, glaube ich, ein heftiger Tod. Oder? So, komm, verzieh dich, Kumpel. Okay, wir müssen jetzt mal hier lang. Oh, wow, vorsichtig. Okay, wir können die Routen zerstören, indem ich die kurz blitze. Sehr interessant. Oh, mehr Lebensenergie, sehr schön. Okay. Vor allem, wie ist er bitte schon dort eigentlich hier hingekommen, dieses kleine Fahrzeug, sagen wir mal so, oder dieses Panzerläufer? Wie bist du denn bitte schon hierher gekommen? Ich glaube nicht, dass du hier gebaut wurdest. Aber egal. Du bist jetzt zerstört, was sagst du jetzt? So, Moment mal. Wir haben eigentlich, ich glaube, zwei Wege, aber ich glaube, von hier kann ich die nicht blitzen. Nope. Also war es schon hier richtig, dass ich erstmal hier hin gehe. Dann zack. Ich glaube, hier ist ein kleiner Eingang. Kann das sein? Nee, hier sieht der reguläre Weg aus. Aber ich glaube, dort hinten ist etwas versteckt. Nee, okay. Aber Moment mal, ich kann es dir doch zerstören. Und hier ist wirklich gar nichts? Okay, interessant. Findest du da merkwürdig, warum man dort ein bisschen hier hingehen konnte? Aber naja. Ich hätte jetzt persönlich gedacht, dort wäre jetzt so ein Holocron wieder versteckt, aber nee, ist ja keins. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Ich riegele den Maschinenraum ab, bis du alle ausgeschaltet hast. So, meine Fresse. So, hier sind noch mehr von diesen Nichtschwertkämpfer. Ja, so, erstmal die Scharfschützen müssen hier weg. Das sind hier wirklich die schlimmsten. So, genau, verbrennt euch selber. Ah, scheiße, verdammt, die können ja meine Lichtschwerte blocken, also quasi mit der Macht. So, okay, wow, wow, wow. Das sind jetzt hier wirklich echt zu viele hier. So, jetzt ein kleines Lichtschwert-Duell. Oder ein Lichtschwert-Kampf. Die sind jetzt hier auch wirklich nicht so schlimm. So, einfacher ist, glaube ich, eigentlich, wenn man die mit der Macht blitzt, ein bisschen attackiert. Und wird die auch so rumschreien. Okay, der Weg ist erstmal sauber, ja? Aber Kota ist eigentlich auch so ein bisschen streng, also der klingt immer so streng. Naja. Ah, hier haben wir wieder ein Lichtschwertkristall. Okay, und welche Farbe diesmal?
Ah, jetzt haben wir zweimal blau. Okay, geil. Jetzt können wir zweimal die gleiche Farbe auswählen, aber nee, ich bleib erstmal für bei grün-blau. So, beide haben die Köpfe verloren. Selber schuld. Hallo, ich will hier hoch. Ja, und falls ihr fragt, warum das hier so total zerstört und verwüstet aussieht, das liegt daran, dass hier so eine riesige Roboterspinne hier herumläuft. Also quasi, sie war noch am Leben, aber die haben wir in der letzten Folge schon zerstört. Das war die Mutter der Spinnenkönigin, also von den Spinnenkönigin-Druiden, sagen wir mal so. Wir laufen eigentlich quasi nur noch denselben Weg, nur zurück. Theoretisch, weil man erkennt ja einige Orte wieder. Oh Gott, das sieht so schlimm aus. Wow. Boah, dieser Scharfschützen, die gehen mir echt auf den Senkel. So, ja komm her! Ach, wisst ihr was, ich ignoriere den mal. Weil ich will jetzt nicht extra auf ihn warten, dass er hier zu mir kommt. Weil er traut sich nicht. Imperiale Enterkapseln in allen Sektoren. Ja genau, hier waren wir auch schon in der letzten Folge. Oh je. Ein Flammenriesenroboter. Wie das so aussieht, weil es gibt ja jetzt einen Eisroboter und jetzt einen Flammendruide. Aber auch der ist hier richtig leicht zu besiegen. Tja. Das war's wohl mit ihm. Und ein weiterer Lichtschwertkristall. Okay, und welche Farbe diesmal? Schutz hatten wir, Wut hatten wir, Heilung. Ich glaube, der ist jetzt die neue. Verbrennung. Wie sieht das denn eigentlich aus? Ah, okay, verstehe. Das ist eigentlich genau orange, nur das flackert so ein bisschen, wenn man ganz genau hinschaut. Aber wie gesagt, ich bleib bei grün. Denn grün ist eigentlich meine Lieblingsfarbe, genauso wie blau. Ach, noch mehr von euch. Wow. Boah. Findest du irgendwie ein bisschen schade, wenn Starkiller sein Einlichtschwert verliert, dass er nicht mit Einlichtschwert weiterkämpfen kann? Das findest du ein bisschen blöd, aber naja. Okay, ich denke mal, der Bereich ist jetzt hier sauber. Ja genau, hier waren wir, dort haben wir gegen diesen großen, Spindruide gekämpft. Der hieß ja auch anders, oder der hatte seinen eigenen Namen, so eine Schreckensdruide. Oder Kampfläufer, Spinnenkampfläufer. Aber egal, der ist jetzt kaputt. Aber auf der Wow. Okay, das war
Was? Oh, nicht schon die wieder. So, oh, scheiße. So, Moment, ich gehe erstmal hier lang. Wow. Wow, wow, wow. Okay, ich glaube, wenn die rot sind, heißt, die sind explodierbar. Oh, oh, oh. Boah, ich dachte, ich wäre jetzt tot. Aha. Eine Falle. Aber ganz geiles Secret Easter Egg, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man ein Holocron gerne haben will, aber muss dann so ein Hindernis ausweichen. So, weißt du was? Ich würde sagen, du fliegst jetzt hier raus. Was sagst du jetzt? Du sollst rausfliegen. So, hier sieht das aber total alles verwüstet und zerstört aus. Die waren hier aber echt fleißig. Die Truppen. So, haut ab. Ihr sollt rausfliegen. Ach, noch mehr von denen. Wisst ihr was? Jetzt bin ich extra wütend. Und jetzt nicht mehr. Ja, eigentlich benutze ich diese Wut nur, um solche große Kampf-Troopers oder Druiden-Kampfläufer zu besiegen, weil das geht dann echt fix hier. Okay, und ich brauche wieder so eine Art Batterie. Hier haben wir den. Aber im Prinzip ist es wirklich. Das ist eigentlich genau das gleiche Level, nur halt verkehrt herum. Hey Jungs, wartet auf mich! Och Mann, ey. Alle Einheiten auf Position auf imperiale Entermannschaften vorbereiten. Es sieht übel aus, Kota. Überlass Proxy den Pessimismus. Die Geschütze funktionieren und wir fliegen immer noch. Das ist kein Pessimismus, Schammer, sondern Pragmatismus. Tut mir leid, wenn Sie meine Vorhersage stören, aber... Ja, schon. Konzentrieren wir uns auf unser Ziel. Kapsel auf dem Waffendeck, General. Ich kümmere mich darum. Sie dürfen nicht zur Hauptkanone auf imperialen Angriff vorbereiten. So, okay, der ist jetzt hier tot. Okay, das heißt, ich brauche die Batterie. Ach nö, komm, ihr wollt doch nicht veräppeln. Ach, hinten sind ja auch noch welche. Die sind jetzt noch extra dazugekommen, oder was? Das ist jetzt aber echt eine Frechheit hier. Ah, verdammt, falsche Taste gedrückt. Ach, das ist fies. So, aber egal, jetzt ist es kaputt. Okay. So, komm her. Hallo? Hallo? Echt jetzt?
Okay, ein bisschen gemein. Jetzt muss ich extra diesen langen Weg benutzen. Und das alles nur wegen einer Batterie. Und jetzt können wir das Ding eigentlich benutzen. Und der Weg ist frei. Sehr schön. Achtung an alle Stationen. Imperiale Entereinheiten auf allen Decks. Alle wichtigen Bereiche werden abgeriegelt. Ach herrje. Boah, das ist aber echt eine fette Kanone. So, okay Jungs, ihr seid noch am Leben. Sehr schön. Direkter Treffer! Die Hauptkanone ist ausgefallen. Ohne sie sind wir aufgeschmissen. Sieh zu, was du tun kannst. Okay, ja, ich bin schon dabei. Aus, wenn du diese Kanone nicht wieder zum Laufen bringst. Boah, ich bin gerade dabei, Coacher. Von mir aus kannst du das Ding auch von Hand abfeuern. Guter Schuss. Und jetzt komm her. So. Der Sternenzerstörer ist erledigt. Meine Fresse, meine Fresse. Ich hoffe, jetzt ist hier auch wirklich alles erledigt. Okay, ich denke mal, wir können jetzt ein bisschen die Fahrt entspannen, oder? Ach, war das ein harter... Wow, ach nee, kommt schon. Ach, hallo ihr Spinnfreunde. Ich dachte, ich hätte euch hier alle ausgeschaltet. Da haben sich ja noch einige versteckt. Okay, waren wir nicht ein bisschen langsamer? Ach du Scheiße. Hier funktioniert hier aber auch wirklich gar nichts mehr. Aber egal, ich hab's überlebt. Gott sei Dank. Wir werden hier zerfetzt! Befehl den Rückzug! Nein! Wir kriegen keine zweite Chance auf dieses Ziel. Den Angriff verstärken! Der Planetenschild verhindert jeglichen Bodenangriff. Wir können nicht mehr viel länger. Dieses Schiff fällt auseinander. Wir haben die Lex 8 bis 12 verloren. Los auf die Rogue Shadow. Ich bin sicher, die Schilde halten keinen direkten Treffer von einem Kreuzer aus. Schiff evakuieren! Schiff evakuieren! Bist du sicher? Was anderes fällt mir nicht ein. Bereitet euch einfach nur gut vor. Okay, Leute, ich weiß, es geht jetzt spannend weiter und
Wir gehen auch eigentlich Richtung schon Finale. Ja, was soll man sagen? Weil Kamino ist jetzt auch wirklich der letzte Planet, den man hier in diesem Spiel spielen kann, beziehungsweise in der Story. Aber bis dahin dauert das ja noch eine ganze Weile. Ja gut, ich rechne mit so ungefähr mit 3 oder 4 Parts ungefähr. Ich weiß jetzt nicht so genau, aber Kamino, also das letzte Level war jetzt auch nicht so unbedingt lang. Jedenfalls will ich eigentlich nur damit sagen, dass diese Folge jetzt auch leider vorbei ist. Ich weiß, es geht echt spannend weiter und ihr wollt gerne wissen, wie es weitergeht, aber das Ganze erfahren wir erst in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder mal grandios gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal ein Like da oder schreibt doch wenigstens einen netten Kommentar, denn das würde mich wirklich positiv freuen. Und ich sage nur noch danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr wieder mit dabei wart und wir sehen uns das Ganze erst in der nächsten Folge hier bei Star Wars The Force Unleashed 2 und möge die Macht mit euch sein. Tschüss!